Hallo bei Supportnet, mein Name ist Jakob und es geht heute um das Projekt Wikirating, bei dem den herkömmlichen kommerziellen Ratingagenturen aus den USA Konkurrenz gemacht werden soll. Die Seite Wikirating macht also im Grunde genau das Gleiche wie die großen kommerziellen Agenturen und vergibt Kreditratings, also Einschätzungen zur Kreditwürdigkeit. Das tut sie sowohl für Länder als auch für große Firmen. Wir sehen also hier zum Beispiel die Weltkarte und da liegen schon für eine ganze Reihe von Ländern Kreditratings vor aufgrund der Wikirating-Methode, zu der ich gleich noch ein bisschen näher komme. Und grün bedeutet also besonders kreditwürdig, orange bis rot, das ist schon ein bisschen kritischer. Da sehen wir also während Europa und Kanada noch Inseln der Glückseligkeit sind, wird zum Beispiel die USA von den Wikirating-Usern schon nicht mehr als so besonders kreditwürdig eingestuft. Ähnlich geht es Ländern in Afrika oder im arabischen Raum. Das Interessante daran ist ja, dass bei Wikirating jeder aufgerufen ist, selbst daran teilzunehmen. Ich habe mich hier mal angemeldet und kann jetzt also selbst auch Stimmen abgeben. Wenn es zum Beispiel um Länder geht, dann würde ich mal sagen, ich kenne mich ja ganz gut aus mit Deutschland, also suche ich hier nach Germany, klicke also das Land an und werde jetzt aufgefordert zu sagen, für wie kreditwürdig halte ich Deutschland. Na, ich bin ja Optimist, während AAA, also sozusagen bombensicher ist und D, sicherer Pleitekandidat, würde ich mal Deutschland als ein Doppel-A einschätzen. Gebe also hier meine Stimme ab und jetzt ist also, wie ihr seht, meine Stimme da schon eingetragen worden. Genauso funktioniert das also im Grunde auch bei Unternehmen und bei Produkten für den Finanzmarkt. Ich möchte aber hier nochmal bei der Kreditwürdigkeit von Staaten bleiben. Da bietet nämlich Wikirating auch noch ein eigenes Tool an. Da dürfen jetzt die User nicht mit abstimmen, sondern sie sagen, wir stellen die Kreditwürdigkeit aufgrund von Basisdaten wie Arbeitslosigkeit, Inflationsrate und so weiter fest. Und auch da seht ihr, das sieht gar nicht mehr so rosig aus auf der ganzen Welt, sondern laut den Daten, die hier zur Rate gezogen worden sind, sind doch weite Teile der Welt nicht mehr als unbedingt kreditwürdig einzuschätzen. Das dürfte ein Ergebnis der seit 2010 bestehenden Finanzkrise sein. Ja, also ganz persönlich finde ich das ein höchst interessantes Projekt. Derzeit sind da aber noch nicht genügend Leute, die mitmachen, die auch weiter geplante Zusatzfunktionen dann einmal umsetzen können. Und insofern halte ich das doch für sehr sinnvoll, dass jeder, der sich im Englischen sicher genug fühlt, mal einen Blick darauf wirft. Denn das ist zumindest ein Versuch der Marktmacht, den ja die großen Agenturen ganz sicher haben, etwas entgegenzusetzen. Und das ist ja gar nicht verkehrt. Wikirating hat, wie ihr auch seht, mittlerweile schon in der internationalen Presse einige Aufmerksamkeit erregt. Für einen späteren Zeitpunkt wird sogar gehofft, dass man die durch Wikirating erstellten Daten kommerziell weiterverkaufen kann und dass dann die Mitarbeiter auch zumindest einen Anerkennungslohn bekommen können. Alles Weitere findet ihr im begleitenden Text zu diesem Video und ich wünsche viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.